Lighthouse Church, we already learned that the true believer has a true faith which can endure till the end. Also Lighthouse Gemeinde, wir haben schon gelernt, dass der wahre Gläubige den wahren Glauben hat, um bis zum Ende auszuhalten. And the true believer who has the true faith, their name is written in the book of life. Und der wahre Gläubige, der den wahren Glauben hat, sein Name ist geschrieben. The question is, what is the true faith? Was ist also die Frage, was ist wahrer Glaube? We know faith comes by hearing and hearing of the word of God. Wir wissen, dass der Glaube kommt durchs Hören und das Hören durch das Wort Gottes. In the parable of the sower, there are four soils. In dem Gleichnis des Sämanns, da sind vier verschiedene Erdreiche. The three soils don't produce fruit at all and only the good soil bear fruit 30, 60 and 100 fold. Drei von den Erdreichen produzieren keine Frucht und nur ein Erdreich produziert Frucht 30-fach, 60-fach und 100-fach. And for sure we shall be the good soil Christians. Und sicherlich sollen wir das gute Erdreich für Christus sein. The soil number two is the stony places. Das Erdreich Nummer zwei, das sind die steinigen Erdreiche. Look what the Bible said in Matthew 13, 20 until 21. But he who received the seed on stony places, this is he who heard the word and immediately received it with joy, yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Lass uns schauen, was die Bibel sagt in Matthäus 13, Vers 20 und 21. Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsigen Grund fällt. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sogleich mit Freuden an. Aber sie kann in ihnen keine Wurzeln schlagen, weil sie unbeständig sind. Wenn sie dieser Botschaft wegen in Schwierigkeiten geraten oder verfolgt werden, werden sie gleich an ihr irre. In the book of Luke is also written about the stony places is the one who believe for a while. Und im Lukas lesen wir auch von dem Gläubigen, der nicht ein wahrer Gläubiger ist, sondern nur für eine Weile glaubt. They don't have any root. They are not a true believer, only for a while. Sie haben keine wirklichen Wurzeln in sich, sind keine richtigen Gläubigen, nur für eine kurze Weile. They are those who hear the word of God with joy and hallelujah, rejoicings, yes, amen. Das sind die, die das Wort Gottes hören mit Freude und Halleluja und ja, Amen und preis dem Herrn. They receive the word of God only with their feeling, und but sie, they don't have any root. Und sie empfangen das Wort Gottes nur aufgrund ihrer Gefühle, sie haben aber keine Wurzeln. What is the root? Was sind diese Wurzeln? In Psalm 1, it tells us about a person who delights in the word of God and he meditates the word of God day and night. Psalm 1 lehrt uns über diese Person und sie sagt, dass diejenigen, die Lust und Freude haben am Wort Gottes und darüber meditieren Tag und Nacht. He is like a strong tree planted by the river of water and bears many fruits. Und dieser ist wie ein starker Baum, der gepflanzt wird bei den Flüssen und der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. In Psalm 1 we can learn the meditation of the word of God is like a root. Wir lernen im Psalm 1, dass die Meditation des Wortes Gottes wie eine Wurzel ist. Therefore we as a true believer let us receive the word of God not only with our feeling but with open heart. Deswegen als wahre Gläubige lasst uns das Wort Gottes empfangen nicht nur mit unseren Gefühlen, sondern mit unserem Herzen. When we read or hear the word of God, we open our heart to receive it, then we meditate the word of God day and night. Deswegen wenn wir das Wort Gottes hören, dann öffnen wir unser Herz, es zu empfangen und dann meditieren wir darüber Tag und Nacht. So we will have a strong deep root in our faith. And when the tribulation or persecution comes, we can stand firm and endure until the end. Deswegen werden wir starke und feste Wurzeln haben in unserem Glauben. Und wenn Anfechtungen kommen und Drangsal, dann sind wir fest und können feststehen und aushalten bis ans Ende. A true believer delight
with the word of God and meditate the word of God always, so he will stand firm. Der wahre Gläubige, der hat Freude am Wort Gottes und meditiert darüber die ganze Zeit, und so wird er bis zum Ende aushalten. So, Lighthouse Church, you are a true believer. Also, Lighthouse Gemeinde, ihr seid wahre Gläubige.